بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind jetzt heute mit unserer dritten Folge von Ahkam al-Nun und heute lernen wir den Iqlab. Der Iqlab ist, kurz gefasst, Nun Sakin. Danach kommt ein Ba. Kommen wir direkt zu den Beispielen. Zum Beispiel Biuni. Und was merken wir? Dass der Nun Mim wird. Das sieht man eigentlich auch im Koran. Also im Koran werdet ihr finden, dass über den Nun ein Mim ist, was lang ist. Also ein Mim und daher sein Strich geht lang nach unten. Weil es noch einen anderen Mim gibt, der keinen Strich hat, also den kleinen Mim. Und der ist eben dazu da, dass man dort stoppt. Weil sonst, wenn man weiterlesen würde, sich die Bedeutung verändert. Also kommen wir wieder zurück. Der erste Beispiel. Biuni. Und wie ihr gehört habt, lesen wir den Nun, nicht Nun, sondern Mim. Genauso bei den anderen Beispielen. Yu'min bi Rabbihi. Yu'min bi Rabbihi. Beim dritten, Zawjim Behij. Wie ihr wisst, kann auch ein Tenuin ein Nun beinhalten oder es hat eben einen Nun. Und deswegen müssen wir auch achten, dass wir die Tenuin nicht vergessen, sei es in, un oder en. Das letzte Beispiel ist Sami'un Basir. Und hier genauso, anstatt den Nun lesen wir ein Mim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.